Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute anderes Sportgerät. Schwierig. Aber ungefähr gleiche Tour wie letztes Jahr schon mal. Wimbach-Kogel, oder? Ja. Schaut gut aus. Da wird sicher eine geile Abfahrt. So, da hängen schon alle drin. Der Aufstieg ist kurz, aber knackig. Ja, auf jeden Fall absolutes Bilderbuchwetter heute. Besser könnte es kaum sein. Ah, eine Preisfrage habe ich schon wieder. Wie nennt sich das da am Pfosten? Wie heißt es? Schreibt es in die Kommentare. Lösung folgt. Und zwar Anraum. Und ja, im Hintergrund das Skigebiet. Aber hier ist trotzdem ein bisschen zum Aufpassen, weil es ist schon rutschig auf den Felsen. Auch schon tut es jetzt hochalpin, aber so schlimm ist es dann eigentlich doch nicht. Ah. Ja, ihr seht, da geht es jetzt noch rauf für uns. Aber eigentlich ist es nicht mehr allzu weit. Immer schön am Grat entlang. So, da weit ist jetzt nicht mehr. Seht ihr das Gipfelkreuz schon rausspitzeln? Wir sehen es schon. Da hinten dieses, das da quasi, das ist das Kreuz. Ja, und da sind wir hergekommen. Sau gut. Panorama ist echt Hammer. Heute ist Bergwetter vom Allerfeinsten. Yes, oben sind wir. Sau geil schaut's aus, das Kreuz mit dem ganzen Schnee auf. Wahnsinn. Muss man nur hoffen, dass die Wolke nicht zu uns herzieht. Was sagt der Bergfex zu der Situation? Das ist Nachmittag erst trocken, aber das zieht jetzt schon langsam an. Perfekt. Und es ist halt eher, wenn es jetzt so frisch geschnitten hat und die Sonne fast noch streichelt, dass es ein bisschen ein Hangniveau gibt, aber auf 6000 Meter rum. Ja. Ja, werden wir gleich sehen, wenn wir im Nebel rumgucken.
Ja, unten sind wir, jetzt müssen wir noch rausschieben. Aber geil war's. Erstmal umziehen. Ist teilweise zum Aufpassen. Ja. Und das unterschätzen wir, bis vor ein paar Tagen hat es trockenen Schnee gehabt. Und teilweise sind die Gräben noch so 15 cm zugewartet, wenn man da eure Fahrt umsteht. Das stimmt. Hang auf. Aber es war trotzdem geil. Hammer. Hammer. Hm. Can you read the thoughts I'm thinking? Hey. I'm not looking for your consolation. Just wanna know I'm not mistaken. Hey. I'm calling for you, calling for you. Reaching out to know if it's true. I'm calling for you, yearning for you. Reaching out to hold you down. So, wir genießen noch ein bisschen die Sonne am Berg, bevor es dann auf die Talabfahrt geht. Dann nehmen wir euch aber, glaube ich, nicht mehr mit. Ist eh nur im Schatten. Nein!